deine Bauchdecke mit dem Bauch nach dem Boden wie ein Reis. Mit der nächsten Einatmung fließen deine Arme über die Seite im Blickfeld nach oben. Mit der Ausatmung, wenn dein Körpermitte sich schließt, schiebst du die Luft vom Körper ab. Konzentrier dich auf deinen Atem. Während du einatmest, fließen die Arme nach oben. Während du ausatmest, fließen deine Hände vom Körper nach unten. Die Körpermitte, der Gürtel sich immer mehr schließt beim Ausatmen. Beobachte jetzt beim Senken der Arme, dass deine Rippen sich auch nach unten senken. Tauche noch mal ein bisschen mehr den Spiegel. Noch zweimal. Bewege deine Arme im Blickfeld. Dann lass die Arme wieder entspannt neben dir hin. Bewege jetzt nur die rechte Schulter, indem du sie kreisen lässt. Über die Arme hinweg. Halte so ein bisschen deine Mittelspannung. Und dann stell dir vor, an deiner Hose, an der Seite, so ein kleines Kussen. Und du willst die jetzt immer wegdrücken. Neigst dich immer ein bisschen tiefer. Du darfst auf die Knie gehen. Bis du irgendwann sogar an deinem Knöchel eine Fussel so quasi wegflügst. Aber oben immer noch die Schulter schön warm. Lass den ganzen Körper mitfließen, den Kopf. Versuch eine große, wellenartige Bewegung an deiner rechten Seite. Und jetzt ziehst du den Ellenbogen oben nochmal so ein bisschen mit. Streck deine Flanken. Vielleicht kannst du es fühlen, dass der eine Arm vielleicht sich länger anfühlt. Dass du vielleicht den Schultern unterschreibst. Die andere Seite. Rolle erstmal nur die Schultern. Ganz genüsslich. Das ist dir heute Morgen gut dabei. Und dann flog mal wieder die Fussel von der Hand. Immer ein bisschen näher beugen. Du hast eine Flexion, eine Seitenneigung und wieder Streckung in deiner Wirbelsäule. Beuge ruhig deine Knie, bis du unten beim Knöchel angekommen bist und dann setzt du den Ellenbogen. Und noch einmal einen langen Arm. Spüren die Schwere deiner Arme. Was hat sich verändert? Haben sie sich vielleicht ausgeglichen wieder? Und dann hebe im Wechsel deine Finger. Versuch mal so ein bisschen elastisch zu federn. Thank you.
Löse den Fuß und zieh an und streck. Jetzt lass den Fuß locker, kipp ihn. Innensupination, Pronation. Der Unterschenkel bewegt sich ganz klein wenig mit. Und dann nochmal zwei Teile. Kreise in den Richtung. Leise den Unterschenkel. Thank you.